Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Let's Go Evoli mit mir von der Gameplays als Hobby von der Seeschauminsel. Wir müssen wieder ganz nach oben, denn wir brauchen noch einen Stein zum Runterschubsen. Nicht von hier, sondern von der anderen Seite. Genau. Das war die andere Treppe ganz am Anfang beim letzten Teil von der Seeschauminsel. Waren wir da schon runtergegangen? Ich denke schon, aber ich muss noch mal gucken. Ich bin mir gerade unsicher. Ach ja, hier hatten wir Rosana gefangen gehabt. Viele Weiterentwicklungen zu fangen hier. Da hat man es eher schwieriger, die Unterstufen zu fangen. So, gehen wir auf die andere Seite. Hier geht's nämlich weiter. Hier ist der andere. Sehr schön. Superbälle. Cool, wie Evoli dagegen tritt. Gibt es hier sonst etwas? Nichts Verstecktes? Okay. Was denn jetzt schon wieder? Wieder unwohl? Ja. Ich weiß, hier ist ein Arktos. Ach, sind wir hier schon wieder? Hä? Müssen wir doch durchs Loch. Drei Hyperbälle, sehr schön. Okay, das Mysterium Seeschauminsel haben wir gelöst. Eigentlich doch gar nicht mal so schwer. Einfach überall hin, wo es geht. Ein Eisstein. Ein super Lockparfüm. Brauchen wir erstmal nicht, nein. Pokémon, starke Pokémon finden und fangen, das mache ich im Nachtdienst. Das mache ich nicht mit euch. Ist so Zeitverschwendung und für euch viel zu langweilig. Oh, ein Kampf. Machst du auch gerade Urlaub? Ich frage mich, wie Arktos da unter die Erde kommt. In die Höhle. Picknickerin Irene. Ein Knocker.
Level 74, jawoll, ja. Bobby erreicht Level 72. Du, Flo. Achso. Ach, Spezialangriff. Da habe ich sowieso keine Attacken für. Hier kommen sind noch zwei Pokémon. Mach zweimal Wutanfall, gutes. Wie, ich hab verfehlt. Unfassbar. Dann eben doch so. Oh, irgendwas ist ein verzerrt hier. Aua. Du kennst keine Gnade. Nein, nicht ganz. So. Darf ich das hier einsammeln? Dankeschön. Noch in eine Herzschuppe. Wollen wir weiterkämpfen? Ja, ne? Die Veronika, der Lenz ist da. Ein Lamus. Warum auch immer der mit seinem Arm ausholt, wenn er Knirscher machen will. Pokémon Stadium früher, da hat er dann die Arme so hoch gemacht und ist drauf losgelaufen und wollte so gesehen zubeißen. Das war viel realistischer. Sieht aus, als wäre ich an den Haken gegangen. Habe ich dich geangelt. Sein durchtrainierter Körper wie meiner sieht man selten. Okay. Was ist mit Bruno von den Top 4? Ja gut, ist ja auch nur einer. Also selten. Guido. Starmie. Ist Knirsch ja eigentlich auch sehr effektiv. Ist ja Wasser Psycho. Kingler. Und ein Tentoxa. Dann haben wir's. Haben wir alle wieder durch. Was für große Augen gekriegt hat das Tentoxa beim Aufprall. Waschlappen. Du ja, ich nicht. Ich wurde von meinen Vogel-Pokémon hierher geflogen. Aber.
Da fliegst du jetzt runter von mir. Profi Enzo. Gibitak. Müssen wir mal ein bisschen unseren Donnerschlag ausprobieren. Ob der auch stark genug ist. Auf jeden Fall ist Ibitak schon schneller als Meriosaurus. So, noch ein Taubers. Aber klappt doch ganz gut mit dem Donnerschlag. Sind alle mit einem Schlag hin. Aber gut, ich bin ja auch 30 Level höher. Wenn man gleich Level, dann würden sie auf jeden Fall den einen Schlag überleben. Und schreckt doch nicht ständig zurück. Was soll das? Sag mal. Es ist doch nur Wind. Geht doch. Level 74. Wahnsinn. Es geht richtig aufwärts hier. Gibt's ja wohl doch ein paar zu bekämpfen. Eieiei. Und das hier nervt natürlich. So, es dauert alles zu lang, bis man hier endlich mal wieder auf den Lapras sitzt. Ich bin von der Zinnoberinsel hergeschwommen. Das war vielleicht anstrengend. Puh. Kann ich mir vorstellen. So weit in den Ozean rauszuschwimmen. Die Marion. Mit Blitzer. Oh. Pipi erreicht Level 71. Schön. Was für eine Enttäuschung. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Schön. Ich habe riesige Perlen. Die Cassandra. Ein Austausch. Mal schauen, ob das auch so gut klappt wie gegen Flug-Pokémon. Wir haben nicht mehr voll Leben. Hey, ich darf anfangen, dann klappt's. Okay. Oh nein, meine Perle steckt doch noch in meinen Austausch. Solange es bewusst ist, kriege ich die da nie raus. Das stimmt. Das könnte stimmen, ja. Die Schale müssen wir irgendwie erstmal aufknacken. Hey, da ist ja schon die Zinnoberinsel. Ja, dann können wir das bisschen auch noch kämpfen und dann ist
Ist wahrscheinlich Feierabend. Was in der letzten Zeit total angesagt ist? Pokémon zu tauschen, natürlich. Echt? Der Mario. Mit Geowatz. Cool. Haben wir noch gar nicht gesehen. Einmal Erdbeben. Dürfte, denke ich, mal reichen und dann ist er echt platt. Ja. Nach dem Motto, wir gehen ja über das Meer und haben nur noch Elektro-Pokémon dabei, weil die alle Wasser-Pokémon haben, ne? Pinsir! Sehr schön. Ich sagte tauschen, nicht kämpfen. Er hat angefangen zu kämpfen. Ich wollte nur reden. So, jetzt haben wir noch die eine dort. Im westlichen Teil der Zinnoberinsel gibt es ein Labor. Mein Vater arbeitet da. Schön hat Melissa. Volking. Wenn wir anfangen dürfen, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Wenn nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Sehr gut. Und eine Rosana. Jetzt haben wir zwar kein Knirsche mehr, aber dafür natürlich der Feuerschlag. Vielender weiß ich nicht, wegen Eis. Aber Feuerschlag auf jeden Fall. Jetzt ist er geschmolzen. Hey, nicht so stürmisch. Oh, diesen Rufton von Rosana, den habe ich schon immer gehasst. Irgendwie klingt der echt schrecklich. Hallo, Zinnoberinsel. Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er hat hier schon gelebt, bevor das Labor gebaut wurde. Das Labor. Sehr schön. Wir widmen uns hier täglich der Erforschung von Pokémon. Es kommt auch vor, dass Leute seltene Pokémon zur Begutachtung vorbeibringen. Wer ist das? Ein Foto vom Gründer des Labors, Dr. Fuji. Ach, cool. Ruhe im Frieden. Willst du dich etwa in unserem Labor umsehen? So jung und schon so neugierig. Sehr löblich. Das hier ist unser Empfangsraum. Hier halten wir Meetings mit unseren Gästen ab. Wenn er gerade mal nicht belegt ist, kommen manche Forscher her, um sich vor der Arbeit zu drücken. So wie die drei. Die Sofa ist total weich. Es fühlt sich an, als würde man auf Wolken sitzen. Ich habe auf dem Mondberg ein Fossil gefunden. Das stammt sicher von einem seltenen urzeitlichen Pokémon. Hey du da, renn auf den Gang ist verboten. Hey, das wollte ich schon immer was sagen. Alles klar. Was für eine Katastrophe. Jetzt habe ich doch tatsächlich aus Versehen mit einem nicht abwischbaren Schiff geschrieben. Vielleicht sollte ich die Tafel einfach umdrehen und die Rückseite beschreiben. Aha, okay. Evoli kann sich zu verschiedenen Pokémon entwickeln. Evoli. Tja, aber dann Evoli scheint keine Lust darauf zu haben, sich zu entwickeln, was? Ja.
Was haben wir denn hier? Ein kleines Kind mit einem großen Traum, das sich einbildet, mit uns Forschern mithalten zu können? Pah, du kannst doch nicht mal einen Petrischal von einem Reagenzglas unterscheiden. Tut mir leid, dass ich dich einfach so verhöhnt habe. Ich habe jetzt seit Tagen nicht geschlafen. Das hier als Entschuldigung. Verhöhne. Sie zwingen Gegner dazu, nur noch Attacken einzusetzen, die Schaden verursachen. Toll. Für Bewohner der Kanto-Region sieht dieses Gerät auf den ersten Blick womöglich wie eine Waschmaschine aus. Es ist aber keine. Und was ist das? Ich habe das schon mal öfter gesehen, das stimmt schon. Ach, ich habe einfach viel zu viel zu tun. Hier liegt eine Pfeife aus Bernstein. Wenn ich so lange auf dem Computerbildschirm starr, strapaziert das Ganze schön meine Augen. Ich sollte öfter Pause einlegen. Es ist wichtig, seinen Augen mal eine Auszeit zu gönnen. Vielleicht sollte ich mich zusammenrollen und ein Fossil werden. Dann könnte man mich in der Fernzukunft wiederbeleben. Hallo, ich bin ein wirklich super wichtiger Wissenschaftler hier. Ich erforsche unermüdlich seltene Fossile. Und du, hast du ein wertvolles Fossil dabei? 2 Stück. Ein Domfossil. Ich denke, das ist ein Fossil des lang ausgestorbenen Pokémon Caputo. Dank der Maschine, die ich entworfen habe, kann ich es in den Pokémon zurückverwandeln. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen. Selbes Spiel wie mit Arktos. Ich habe nur einen Fossil. Das heißt, ich müsste es ein paar Mal machen, um eventuell ein starkes Caputops zu kriegen. Das will ich euch auch nicht antun. Mit einem Mikroskop kann man erkennen, dass jegliche Materie in unserer Welt aus zahllosen Molekülen besteht. Egal also, wie groß etwas wirkt, im Prinzip ist es doch nur eine Ansammlung von kleinen Teilchen. Andererseits können selbst die kleinsten Dinge sich zu etwas ganz Großem zusammensetzen. Faszinierend, oder? Auf jeden Fall. Ich will natürlich keinen Schwächling Caputops bzw. Schwächling Aerodactyl. Deswegen, das mache ich im Nachtdienst, das nehme ich nicht auf. Ihr werdet es dann sehen, wenn es soweit ist, wenn ich die habe. Jetzt gehen wir erstmal ins Pokémon Center und das war's mit dem Teil. Beziehungsweise wir reden hier noch mit den Leuten. Hast du eigentlich viele Freunde? So viel ich weiß, werden mit Freunden getauschte Pokémon schneller stärker. Es kann sicher nicht schaden, das mal auszuprobieren. Ich wollte die Arena der Zinnoberinsel besuchen, aber die Türen sind verschlossen. Es muss irgendwo einen Schlüssel geben, vielleicht in dieser Villa, in der ein Freund des Arena-Leiters gewohnt haben soll? Selbst wenn du die Entwicklung eines Pokémon abbrichst, kann es weitere Attacken erlernen. Manchmal lohnt es sich sogar, die Entwicklung zu verzögern, bis es eine bestimmte Attacke erlernt hat. Habe ich bei einigen schon gemacht. Interessierst du dich für den Typ Unlicht? Wenn ja, dann hätte ich dir im Tausch gegen ein Mauzi, mein Mauzi vom Typ Unlicht, anzubieten. Jetzt erstmal nicht. Willkommen, Pokémon Center. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. So, der Teil endet hier. Sieh mal einen an. Wir haben mittlerweile 93 Pokémon im Pokédex registriert. Sehr schön. Das wird doch immer mehr hier. Wunderbar. Dann war es das wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei, wenn es weitergeht hier auf der Insel. Und wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis morgen. Oder bis später beim anderen Let's Play. Das war Pokémon Let's Go Evoli mit mir von Nöhr. Gameplays als Hobby. Tschüss.